Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Frag einen Friseur-Video. Es freut mich sehr, sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute beschäftige ich mich wieder mit euren Haarfragen, die ihr mir hauptsächlich auf Instagram gestellt habt. Deswegen, wenn ihr Haarfragen habt, dann folgt mir sehr, sehr gerne hier auf Instagram. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Viel Spaß bei dem Video. Und zwar wurde ich gefragt, wie oft sollte ich zum Friseur gehen? Ich glaube, das habe ich schon mal beantwortet, aber das ist so eine Frage, die könnte ich eigentlich in jedes Video mit reinnehmen, weil ich weiß, dass nicht jeder jedes Video anschaut. Und es ist aber eine sehr, sehr wichtige Frage. Denn es kommt immer ganz drauf an, wie strapaziert eure Haare sind, sage ich jetzt einfach mal. Oder generell, was ihr für einen Haarschnitt habt. Jemand mit kurzen Haaren muss natürlich, das heißt muss, aber muss theoretisch öfters zum Friseur als jemand mit langen Haaren, einfach weil der Schnitt rauswächst. Aber generell, wenn man es jetzt so auf die Gesundheit der Haare bezieht, würde ich alle 3 bis 4 Monate empfehlen. Besser alle 3, weil somit beugt ihr einfach den Spliss vor und schneidet die Spitzen ab, die eben ja wieder kaputt geworden sind innerhalb von 3 Monaten. Und ich sage jetzt mal so, wenn ihr zum Beispiel alle 3 Monate zum Friseur geht und euch 1 Zentimeter abschneiden lässt, dann habt ihr, wenn ihr an Länge gewinnen wollt, habt ihr sozusagen 2 Zentimeter gewonnen, die dann aber auch wirklich schön gesund sind. Zweite Frage, was hilft gegen trockene bzw. juckende Kopfhaut? Ich würde, also da ich jetzt das so per Ferndiagnose nicht genau sagen kann, denn dahinter kann natürlich auch immer irgendeine Schuppenflechte, Neurodermitis oder irgendeine Krankheit stehen. Also als allererstes möchte ich sagen, wenn ihr irgendwie wirklich schlimm juckende Haut habt oder Rötungen auf der Kopfhaut, geht bitte damit zum Arzt, ja? Ein Friseur ist zwar in der Lage, das Ganze zu erkennen, was es ist, aber er darf keine Diagnose stellen, einfach weil wir keine Ärzte sind. Deswegen lasst euch das bitte von einem Profi anschauen. Es ist sehr, 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 sehr wichtig, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber wenn ihr jetzt einfach mal so vorübergehend, zum Beispiel in der kälteren Jahreszeit, juckende Kopfhaut habt, dann könnt ihr spezielle Shampoos dafür benutzen. Oder auch mein Tipp, wenn ihr das mit so Hausmittelchen ein bisschen hinkriegen wollt, lasst doch einfach mal Olivenöl über die Nacht an der Kopfhaut einwirken und spült es dann am nächsten Tag gut mit Shampoo aus. Das habe ich mal gemacht, hat sehr, sehr gut geholfen. Dauert zwar ein bisschen, bis man das wieder rausgespült bekommt, aber ist so vielleicht eine ganz gute Variante. Aber wie gesagt, wenn es nicht besser wird, unbedingt bitte zum Arzt gehen. Dritte Frage, sind Extensions schädlich für die Haare? In dem Laden, in dem ich arbeite, arbeiten wir jetzt nicht mit Extensions. Also es kommt immer drauf an. Erstens kommt es drauf an, was es für Extensions sind. Es gibt ja Clip-Ins, es gibt Bondings, es gibt Tapes und was weiß ich, was es da noch so alles gibt. Bei Bondings habe ich jetzt schon von mehreren Kundinnen gehört, dass ihre Haare damit jetzt nicht unbedingt positiv beeinflusst wurden. Möchte ich es mal nett ausdrücken. Heißt, die Haare waren danach echt nicht so toll. Aber wie gesagt, ich kann es eben aus eigener Erfahrung nicht wiedergeben. Ich weiß halt wirklich nur, was die Kunden mir erzählen. Tapes sind da schon besser, wenn man sie gut behandelt. Also die Tapes müssen nach ein paar Monaten wieder nach oben gesetzt werden. Und man sollte auch zwischendrin immer mal wieder zum Friseur gehen, um so einen, ich glaube, einen Säuberungsschnitt zu machen. Ich weiß nicht, ob es das auch per Tapes gibt oder nur bei Bondings. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sowas gibt. Man sollte also regelmäßig zum Friseur gehen. Man sollte sie gut pflegen, eben wirklich so damit umgehen, wie es einem der Friseur empfohlen hat. Und man sollte sie bei einem guten Friseur einsetzen lassen. Macht es wirklich bei jemandem, der das öfters macht, vielleicht auch jemanden, den ihr empfohlen bekommen habt. Weil wenn es jemand nur so 1-2 Mal macht, dann ist es nicht gekonnt. Das ist halt das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann. Und genau, Clip-Ins sind, denke ich mal, die schonendste Methode, weil ihr die halt jeden Abend wieder rausnehmen könnt. Aber da gibt es bestimmt auch Unterschiede und bei allen Extensions ist es halt wichtig, dass ihr eure Haare gut behandelt und gut pflegt, dass da halt nicht größere Schäden entstehen. Frage Nummer 4. Hast du eine Empfehlung für trockenes Haar? Und ja, die habe ich und ich bin super happy, dass ich diese Frage in Zusammenarbeit mit Asam Beauty beantworten kann. Und zwar spreche ich von diesen 2 Produkten hier.
Die sind von Ahuhu und zwar aus der Hyaluron-Reihe. Einmal das Hydro-Shampoo und einmal die Hydro-Intensive-Care-Pflegemaske. Wie der Name schon sagt, sind diese beiden eben extrem feuchtigkeitsspendend, eignen sich also für trockenes und sehr trockenes Haar. Sie enthalten Hyaluronsäure, Vitamin E und Panthenol. Es gibt davon eine ganze Reihe, aber ihr wisst ja einfach, für mich ist einfach das Wichtigste ein Shampoo und vor allem eine gute Maske. Und kombiniert sind die beiden einfach wirklich unschlagbar. Ich teste die jetzt schon eine ganze Weile und habe sie auch bei zwei Freundinnen von mir ausprobiert, die sich bei mir zu Hause die Haare von mir haben färben lassen. Das Haar ist danach definitiv besser kämmbar und ihr merkt wirklich den Unterschied. Und was halt auch wirklich gut ist, ist, dass dieses Shampoo und diese Maske nicht beschweren. Also sie sind zwar intensiv feuchtigkeitspflegend, aber sie sind nicht so schwer auf dem Haar. Heißt, es können auch die Leute unter euch benutzen, die zum Beispiel lockiges Haar haben und die eben diese Locken behalten wollen. Und auch die Leute, die sehr feines Haar haben. Also ihr braucht keine Angst haben, dass euer Haar danach fettig oder so richtig schwer aussieht. Das ist damit wirklich überhaupt nicht der Fall. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist für manche, da ich darauf auch sehr oft angesprochen werde, ist, dass diese Produkte keine Silikone enthalten. Und ja, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut doch bitte gerne mal in die Infobox. Da findet ihr nämlich einen direkten Link zu der ganzen Serie und könnt euch da einfach mal ein bisschen durchklicken. Und ich habe noch einen coolen Gutscheincode für euch. Also wirklich, ihr könnt euch da einfach mal durchklicken und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeine andere Pflege für eure Haare braucht, dann schaut da einfach mal rein. Wie gesagt, ihr bekommt 15%, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Damit hoffe ich, wäre diese Frage beantwortet. Frage Nummer 5. Kann sich die Haarfarbe im Laufe des Lebens ändern? Ja, definitiv. Ich kenne ganz, ganz viele Mädels oder auch Jungs, die früher super strohblond waren und jetzt mittlerweile braunhaarig sind zum Beispiel. Bestes Beispiel ist mein Freund, der Robin. Der war früher wirklich super blond und jetzt hat er eben braune bzw. dunkelblonde Haare. Und es ist sehr, sehr häufig der Fall. Das ist ganz normal. Es passiert bei vielen, vor allem eben von Kindheit zu Pubertät und dann jugendliches Alter. Da bleibt die Haarfarbe dann im Normalfall gleich, bis sie halt dann irgendwann grau werden, die Haare. Fun Fact, was man zum Beispiel auch beobachten kann, ist bei Schwangeren. Es kann vorkommen, dass eine Frau, die Locken hat, während oder nach der Schwangerschaft zum Beispiel glatte Haare hat oder auch andersrum. Es ist total abgefahren, aber wir haben ein paar solche Kunden im Laden, die einfach lockige Haare hatten, wo die Haare dann ab der Schwangerschaft eben glatt gewachsen sind oder andersrum. Und ich finde es so faszinierend, was Hormone mit unserem Körper machen. Aber ja, das nur so nebenbei, aber die Haarfarbe kann sich im Laufe des Lebens verändern. Nächste Frage, können Haare im Laufe des Lebens dicker werden? Das ist so eine ähnliche Frage wie die jetzt gerade zuvor. Und das finde ich ist so ein bisschen schwierig. Also jetzt kommt es drauf an, was mit der Frage speziell gemeint ist. Ist jetzt das Haar an sich gemeint, die Dicke des Haares oder die Anzahl der Haare? Es kann sein zum Beispiel, dass man, wie gesagt, um auf die Schwangerschaft zurückzukommen, es kann sein, dass durch die Schwangerschaft mehr Haare wachsen. Es kann aber auch sein, dass durch die Schwangerschaft Haare ausfallen. Aber das Haar an sich wird nie dicker oder dünner werden. Also das wächst einfach so, wie es wächst. Genau. Es können nur mehr oder weniger Haare werden, sage ich jetzt mal. So, und jetzt die letzte Frage. Und zwar wurde ich gefragt, ich möchte meine Haare gerne blonder haben, möchte sie dazu auch gerne blondieren. Geht das denn auch, ohne dass sie beschädigt werden? Das ist so ein bisschen eine knifflige Frage, denn blondieren, ohne die Haare zu beschädigen, ist nie möglich. Also die Haare werden immer in Mitleidenschaft gezogen, stärker oder schwächer, das kommt halt immer drauf an, auf das Ergebnis, wie der Friseur sozusagen vorgeht, in wie vielen Prozessen das gemacht wird. Man kann definitiv schonender blondieren. Dazu muss man dann einen niedrigeren Oxidanten wählen. Dafür dauert es natürlich alles länger und man sollte vielleicht nicht, wenn man jetzt von meiner Haarfarbe zum Beispiel ausgeht und man möchte jetzt auf ein Weiß gehen, zum Beispiel, sollte man es jetzt vielleicht nicht in einem Prozess machen, sondern wirklich öfters zum Friseur gehen und mit längeren Abständen, einfach damit man den Haaren so ein bisschen Luft zum Atmen gibt,
denn sonst kann man sie leider gleich in die Tonne treten. Blondieren ist wie gesagt nie gesund, aber man kann es auf jeden Fall schonender machen und eben mit dem jeweiligen Friseur Rücksprache halten soll, was denn die schonendste Variante ist. Eventuell noch Olaplex und sowas dazu machen. Genau. So, meine Lieben, und das war es jetzt eigentlich auch schon mit diesem Video. Es freut mich natürlich, dass ihr wieder alle so fleißig eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Haarfragen habt fürs nächste Video eventuell, dann schreibt mir sie doch gerne in die Kommentare runter. Das würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder zu einem neuen Video. Ciao!